So, Juli, der Juli bricht an. Bewegungssimulator, da würde ich sagen, da brauchen wir wieder alle, die es gibt. Können sich Leute dann wieder raussuchen, wo sie hingehen, was sie angucken wollen. Jetzt keine neue Attraktion mehr kriegen, ist es eh egal. Wo stellen wir das hin? Hinten ist nur so ein bisschen Platz, den würde ich mir gerne noch lassen. Falls wir vielleicht doch noch was Größeres bauen, stelle ich einfach hier jetzt hin, hier hinten, an die Bahn. So, wie muss man die jetzt positionieren, dass das einheitlich wird? Eingang, Ausgang. Ich hätte eigentlich gern daneben stehen. Eingang, Ausgang. Eingang, Ausgang. So. Ach so, ein bisschen klein. Ein bisschen eine kleine Warteschlange. Der kann ruhig ein bisschen länger sein für den hier. Du sollst die Warteschlange dort unten anbinden. Genau so und nicht anders soll das werden. Ja, das ist falsch. So. Na gut, da haben wir natürlich die außen stehen, die längste Warteschlange. Aber was soll's? So, Zeit zum Speichern. Und dann können wir das hier anbinden. Bewegungssimulator 1. Wir nehmen einfach mal ganz. Eine Mark Eintritt. Musik rein. Achso, nee, Quatsch, es gibt bloß zwei Filme. Bei dem 3D-Kino waren das. Waren das drei. Dann reißen wir einen wieder weg hier, ist da auch kein Problem. Och Mensch. Ich reiß mal den wieder ab, dann können wir bei dem anderen den Eintritt, das auch hinten rum bauen, dass es wieder einheitlich aussieht. Mensch. So, jetzt. Dann kann man eigentlich auch das hier abreißen. Das ist der Bewegungssimulator 2. Der hat Easy Riders am Start. Auch eine Mark. Musik rein. Fertig.
Jetzt können sich Leute einfach aussuchen, ob die jetzt mit Easy Riders oder mit den furchtlosen Fliegern sich anschauen wollen. Ich weiß auch nicht, worauf die Leute hier Bock haben in dem Park. Vorne kommt ein bisschen Gebüsch hin. So. Rutschspirale kommt auch schon. Mensch. Da haut das Spiel jetzt aber ihn raus hier, was glaubst du, ne? Ja, doch, die Achterbahn funktioniert und kommt an. Das ist schön. Eine schöne Sache. Brauchen wir noch irgendwas? Wir gucken. Ach, hier gibt es auch so eine Stahlgerüst-Achterbahn. Ah, richtig, so eine Achterbahn mit Loop, mit Inversionen haben wir eigentlich bis auf Shuttle Loop. Gar nichts. Ich glaube, da müssen wir auch noch mal irgendwas tun. Irgendeine Kleinigkeit, weil ich glaube, viele Attraktionen, die Platz benötigen, kommen wahrscheinlich auch nicht mehr. Aufgesetzte Stallgerüst-Achterbahn. Aber wir nehmen die Korkenzieher-Achterbahn. Hier gibt es direkt Vorlagen, die man nehmen kann, wenn man das will. Das wollen wir ja nicht. So, die stellen wir einmal hierher. Muss ja nichts Großes werden. Oh, es kommt erstmal die Rutschspirale. Hier erstmal Vorrang. Und da habe ich sogar schon Platz dafür. Er gibt dann zwar nicht wirklich eine Warteschlange, aber... Ja, komm, ich mache das Ding gleich kostenlos. Fertig. Einzelfahrt pro Fahrschein. Wenn es kostenlos ist, wird sich darüber keiner beschweren, dass das Ding keine Warteschlange hat. Und dann können wir so ein paar Blumenbeete wieder drum pflanzen. So, einer ist schon auf der Fahrt drauf. Jawohl. Dann können wir hier jetzt mal unsere Korkenzieher-Achterbahn hinstellen. Höhe 18, Höhe 17. Okay, das ist vielleicht doch ein bisschen niedriger. Und da kommt erstmal ein Looping rein. Da gibt es auch einen halben Looping. Und dann, was kann man dann machen? Wobei ich glaube, das wird eher nix. Ne? Ich muss, glaube ich, das Ding noch ein bisschen höher bauen. Da kommt die Nebenleben rum. Dann müssen wir halt hier mit dem kleinen Helix vorlieb nehmen. Oh, jetzt müssen wir hier doch tatsächlich eine kleine Absenkung machen, damit wir dort rein rankommen. Halber Looping. Das müsste aber passen. Halber Looping, Korkenzieher nach rechts. Ich will den Eintrittspreis nicht erhöhen, Leute. Wie oft denn noch? Achso, das geht jetzt direkt dorthin.
Was gibt's noch? Einen halben Korkenzieher. Können wir hier eigentlich eine Cobra-Roll reinbauen? Ist das eine Cobra-Roll vom Element? Ja, ich glaube schon. Ne? Warum ist das jetzt 1, 2, 3 hinten? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Ach so. Die hier hoch kommt die Bahn. Dann kann man mal einen Korkenzieher rein. Ich glaube, die könnte fast schon zu extrem sein, aber das kann man immer so schlecht abschätzen. Jetzt geht es auch noch über die Holzachterbahn. Wahnsinn. Ich muss jetzt nochmal hier durchgehen. Durch den Korkenzieher. Kann man da überhaupt durchbauen? Achso, dann bin ich hier unten drunter. Aber dann müsste ich doch eigentlich mit einer Kurve hier durchkommen, genau. So, und jetzt ist die Frage, wenn ich das jetzt für den Abschluss nochmal ein Looping reinziehe, ob die da auch durchkommen, ne? Looping, Action-Foto. Ach, das Ding hat Beschleuniger. Das heißt, man könnte im Notfall auch einfach ein bisschen aufs Gas treten. So. Testfahrt. Bin ich mal gespannt. Als nächstes kommt eine gemäßigte Attraktion. Das ist die letzte. Das heißt, wir haken jetzt mal das ganze Gedöns hier noch an. So, das ist jetzt eine Achterbahn mit sogenannten Inversionen. Und wir haben den August erreicht. Und es fängt gleich nochmal mit Regnen. Aber die wichtigste Frage ist, wird die Achterbahn hier überleben? Wird sie einmal rumkommen? Und das werden wir gleich sehen. Achtung! Erstmal durch den Helix. Ganz leicht Fahrt aufnehmen und dann geht's abwärts in den Looping. Geschwindigkeit ist, ja, in Ordnung. Schätze ich mal so ein. Hier oben drüber. Bisschen Airtime mitnehmen hier rum. Und darum. Ja, passt. Wenn jetzt die Werte noch in Ordnung wären, dann könnte man das Ding glatt eröffnen. Bin ich mal gespannt. Oh, 4G. Ach du große Güte. Positiv G-Kräfte senkrecht. Wo ist denn das? An welcher Stelle? Ja, es ist bestimmt hier an dem Looping irgendwo. Das seitliche Gs finde ich jetzt nicht problematisch. Ich glaube, da hat der hier. Achso, der ein bisschen weniger. Na, ich guck mal, wo das so ist, wo das so hochkommt. Das kann eigentlich bloß nur hier die Stelle sein. Ja, hier wirken viele Gs. Aber so schnell ist der Zug an der Stelle eigentlich gar nicht. Oh, Intensität hoch. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier noch kürzer baue, dann, oder weniger hoch, dann